Susul, hallo zusammen, herzlich willkommen zum vierten Part meiner Einblicke ins Haustier, mein erstes Haustier Accessoire Pack. Heute Abend um 19 Uhr erscheint es auf Origin für 10 Euro. Kurze Information noch von Electronic Arts und dem Game Changers Network wurde mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt, damit ich es euch einfach schon ein bisschen früher zeigen kann. Gleiche Info wie in den anderen vorangegangenen drei Teilen auch schon. Dieser Teil wird jetzt etwas kürzer ausfallen, denn jetzt möchte ich euch nur noch die neuen Objekte zeigen, die für Hunde und Katzen interessant sind, also für die stolzen Eigentümer des zugehörigen Packs. Und zwar gibt es speziell für Hunde und Katzen 7 neue Objekte in der Auswahl. Wir haben zwei neue Tierbetten, ein kleineres Tierbett und ein größeres Tierbett mit, finde ich persönlich, sehr, sehr lustigen und süßen Varianten. Vom rohen Ei bis zum T-Bone Steak oder einem Platsch auf dem Bauch liegenden Schieber ist da eigentlich einiges dabei. Die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Außerdem haben wir eine neue Katzentoilette, eine neue Spielkiste ist dabei. Wir haben einen neuen Futternapf, der mir auch sehr gut gefällt. Der würde ganz gut in so eine rustikalere Hütte passen, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht auch in den Garten, denn er sieht so ein bisschen aus wie ein ausgehöhlter Baumstamm. Gefällt mir sehr gut. Eine sehr schöne Idee. Ich mag ja so diesen natürlichen Stil bei den Möbeln sehr gerne. Da ist man bei mir definitiv an der richtigen Adresse. Außerdem haben wir auch noch neben den Betten und wie gesagt der Spielzeugkiste, dem Katzenklo und dem Napf, haben wir auch noch weitere Dinge speziell für die Katzen zur Verfügung, nämlich einen neuen Kratzbaum, wo einfach nur dieser Würfel oben drauf sitzt und auch wirklich so einen richtig großen Kratzspiel- und Schlafbaum, sage ich jetzt einfach mal. Der gefällt mir tatsächlich besonders gut, sowohl von den Farben als auch von der Form und Aufmachung her finde ich den durchaus gelungen. Und ja, der ist auch recht gut in eine Wohnung integrierbar. Also der ist jetzt nicht zu bunt. Es gibt da auch eher schlichtere Farben und das finde ich gut, weil oft sind mir dann doch die Sachen ein bisschen zu grell, ein bisschen zu knallig. Und ich mache dann doch eher einen Bogen drumherum, weil ich nicht weiß, wie ich sie passend in das bestehende Mobiliar einbinden soll. Tatsächlich waren das aber an dieser Stelle auch schon alle Teile, die für Hunde und Katzen neu ins Spiel gekommen sind, basierend auf Objekten, die wir eben aus dem großen Hunde- und Katzenpack schon kennen. Ihr seht es also, wie ich letzte Folge schon erwähnt hatte, im Baumodus ist es doch genau auf den Kopf gestellt, während wir im Creative Sim deutlich mehr neue Sachen für Hunde und Katzen haben an Kostümen im Vergleich zu dem, was jetzt für Sims neu reingekommen ist, haben wir im Baumodus doch mehr Dinge, die für alle Spieler interessant sind und eben nicht nur für Leute, die im Besitz von Hunde und Katzen sind. Von daher hält sich das Ganze eigentlich die Waage. Trotz allem stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt nicht alles nutzen kann, weil man nicht für das andere Pack schon Geld ausgegeben hat, lohnt sich dann der Kauf überhaupt? Denn es ist jetzt nicht mehr von der Menge als bei anderen Accessoire-Packs. Das heißt, wenn man das andere Pack nicht hat, das große Erweiterungspack, dann zahlt man tendenziell dasselbe für eher etwas weniger Inhalt als bei anderen Accessoire-Packs. Die Sachen gefallen mir zwar recht gut, bei den Möbeln nicht unbedingt alles, die anderen Sachen sind aber eigentlich wirklich ganz schön geworden. Es ist aber natürlich so die Sache, lohnt sich das wirklich? Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht unbedingt, ob ich es mir holen würde. Doch wahrscheinlich würde ich es mir tatsächlich holen, weil ich schon ewig lang Sims-Suchti bin und ich irgendwie immer alles gekauft habe. Aber es ist auf jeden Fall noch ein anderer Aspekt, der da berücksichtigt werden sollte von den Spielern im Vergleich zu anderen Packs. Nämlich nicht nur gefällt mir das Gameplay-Objekt, gefallen mir die Sachen im Creative Sim oder im Baumodus, sondern auch noch reicht mir das für den Preis, den ich bezahle. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Holt ihr es euch? Und wenn ja, habt ihr auch Hunde und Katzen? Und dann sagt ihr, boah, ich muss das einfach haben, egal ob ich jetzt das andere Pack habe oder nicht. Das brauche ich unbedingt. Ich bin gespannt, schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Und dann wird noch eine weitere Folge folgen.
das klingt doof, wo ich mir die Kleintierkäfige nochmal im Näheren anschaue und gucke, was da so möglich ist. Also ihr Lieben, ich bin gespannt auf eure Meinung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!